Die Leute sollen mich doch sehen. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier und das bin ich. Herzlich willkommen nochmal auf meinem Kanal mit Facecam. Und eigentlich wird alles in Zukunft mit Facecam sein. Dazu gehören die Telemetries, dazu gehören die normalen Commentaries, wenn ich COD zocke oder wenn Ghost rauskommt, wird extrem Spaß machen. Und so eine Real-Life-Sachen wie Frag Haptic. Also eigentlich alles mit Facecam. Früher habe ich mich immer gefragt, ja, soll ich die Facecam jetzt benutzen? Wie werden die Leute darauf reagieren? Wird es denen überhaupt gefallen? Werde ich Hate bekommen oder so, weil Facecam scheiße ist, aber mir ist heute alles scheißegal. Ich mache das, was mir selbst am meisten Spaß macht und ich denke, dass eine Facecam nicht so schlecht ankommt bei den Abonnenten, weil man kann zum Beispiel bei Telemetries einfach die Gesichtsausdrücke sehen, die man eigentlich ohne Facecam überhaupt gar nicht darstellen kann. Man kann, in Commentaries hat man, sagen wir mal, eine langweilige Szene im Gameplay und dann kann man gucken, was der Typ an der Facecam macht. Ich finde es einfach generell besser und deswegen wird alles mit Facecam sein und Sachen wie Frag Haptic. Und bevor jetzt alle kommen und sagen, ey, mach deine Telemetries weiter, bist du verrückt, das ist doch ein Gaming-Channel. Natürlich ist das ein Gaming-Channel und ich werde es weitermachen, aber ich denke, ab und zu so ein paar Real-Life-Sachen schaden nie. Und deshalb Frag Haptic. Und in Frag Haptic geht es eigentlich darum, dass ihr Haptic was fragt. Wie auch immer, ich habe ja auf meiner Facebook-Seite gesagt, dass mir jemand gesagt hat, ich soll mich in Bettlaken einwickeln und im Garten wälzen, als wäre ich ein Wurm. Und das kann ich nicht machen. Ich glaube, es regnet gerade, ist ja auch egal, es ist nass draußen. Aber voll viele haben das aufgegriffen und einer hat sogar, hier warte, ich habe es auf dem iPhone. Jetzt fängt sozusagen Frag Haptic an. Einer hat sozusagen gesagt, wickel dich in deinen Bettlaken und umarm dein Fernseher. Finde nur ich das komisch? Okay, nächste Frage. Hast du schon mal PlayStation gespielt? Ja, ich habe schon mal PlayStation gespielt, weil jede Konsole die gleiche Chance verdient hat. Hier ist die nächste Frage. Ich benutze eine Razer DeathAdder Black Edition 2011 mit 3500 DPI. Welche Maus benutzt du? Dazu kann ich nur sagen, ich benutze die Logitech Maus. Mit Kabel. Kommentar entfernt. Wie sieht bei dir ein ganz normaler Morgen aus? Ich bin wieder da, Jungs. Okay, nächste Frage. Was hältst du von Danny Burnage? Also ich muss ernsthaft sagen, ich mag ihn überhaupt nicht. Also wohl eher, ich hasse ihn, könnte man schon sagen. Früher habe ich ihn öfter geguckt, weil es alle halt gemacht haben, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Er ist mir auch ein bisschen unsympathisch und es ist nicht mein Fall. Nee. So, was meine Freunde, mein Name ist Danny Burnage. Ja! Los geht's. Geil. Okay, hier schreibt einer, hört ganz genau zu. Haptic, ich finde, du solltest beide Konsolen, also die Xbox 360 und die PS3, ausprobieren und danach erst fair beurteilen, welche der beiden Konsolen du mehr magst, beziehungsweise welche Kritikpunkte jede von sich hat. Erst dann solltest du über die PS3 beurteilen. Ich finde, du hast recht und ich werde jetzt sofort eine PS3 bestellen.
Ach, scheiß drauf. Okay, Leute, das war die erste Folge von Frag Haptik. Also mir macht es extrem Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar wollt ihr es so haben, dass ich jeden Donnerstag oder jeden Freitag auf jeden Fall einmal die Woche Frag Haptik hochlade? Dann ein Telemetry und ein normales Video, also ein Live-Commentary oder sonst was. Alles natürlich mit Facecam, wie gesagt, am Anfang. Dass ich dann 3 Videos die Woche mache, vielleicht mal 4. Wäre das eine Option? Wenn ja, dann lasst mir in den Kommentaren eure Meinung da. Und noch eine Sache, und zwar, wenn euch Frag Haptik gefällt und wenn ihr das einmal die Woche sehen wollt und wirklich Bock drauf habt, dann sagt mir Bescheid, gebt ein Like ab und dann sehe ich an der Like-Zahl, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich zocke auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen GTA und gehe dann auch noch ein bisschen trainieren im Fitnessstudio. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut raus.